Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report. Ich habe gerade was herausgefunden, und zwar, dass die Sophie, die ja morgen Geburtstag hat, ganz gern eine solide Wanduhr hätte oder Holzuhr. Und die gibt es wohl bei einem mysteriösen Mann und der ist ja heute da. Deswegen fahren wir jetzt heim, holen, wie auch immer das klingen mag, 10 industrielle Motoren und suchen dann den mysteriösen Mann. Ja, super Plan. So, einmal aufhören. Wo denke ich, dass ich das rein habe? Baumaterialien eigentlich, oder? Kleine Motoren. Hier, industriell war oder ein bisschen. Cool. Wo ist der? Ich glaube, den sieht man auf der Map, gell? Ach, da hinten ist er gerade, okay. Sprint! Wir müssen da hin. Steht da. Django ist am Trainieren, okay. Laden. Hört sich komisch an, aber ich hätte gerne eine der besten Systeme. Goldene Uhr ist es nicht. Das ist so ein rundes Ding gewesen. Das ist das solide Holzuhr. Und ich wollte mir noch so eine Babywiege kaufen. Mal schauen, ob es eine gibt. Dass wir irgendwann, falls wir mal ein Kind kriegen, Platz dafür haben. Wow, es kostet einfach die Hälfte. Was? Das eine kriegt die andere morgen zu kurz, das andere stimmt auch. Alles wie irgendwie braucht ja so, wenn man es durch ist mit der Main Mission, dann sieht sich das richtig vorher. Ist, bin ich ja immer so richtig braucht hier gehypt und so. Und dann, wenn man diesen Punkt des Spiels anbekommt, denkt man sich nur so, okay, ich möchte jetzt halt eigentlich noch alle Main Missions machen. Ja, da müssen wir warten, weil die letzte ist das mit Higgins und ich glaube, das ist auch ein bisschen entfernt. Ich weiß auf jeden Fall, Mason kommt noch davor und ja. Insgesamt wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. Und ich meine einfach so, warum zieht sich das so? Also es war ja bei Sandrock an einem gewissen Teil des Spiels dann auch so. Und ich würde halt gerne warten, dass man halt nicht irgendwie dann auf einen Schlag auf einmal ganz viel Missionen kriegt. Dreamland Valley gibt es neue Charakter, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Es ist eigentlich egal, wann wir es werden irgendwann mal machen, aber das ist eigentlich egal, wann wir es machen. Weil ich die folgende eh vorproduziert habe, ich glaube bis Juli. Das heißt, da sind wir jetzt eh nicht in Not, dass wir da irgendwie Folgen brauchen. Da halt definitiv nicht, überall anders ja, da nicht. Jetzt machen wir das erste Port, ja. Dann machen wir Little King fertig. Dann machen wir Palwert. Beziehungsweise habe ich ja noch Platz für ein 12-Uhr-Projekt. Das heißt, wir können uns über ein 12-Uhr-Projekt Gedanken machen, sobald ich mit Portia fertig bin, ganz ehrlich. Wir machen Portia fertig und dann machen uns weiter Gedanken, wie es weitergehen soll. Weil ich mag es nicht, wenn ich 20 Projekte besser habe. Vielleicht machen wir echt von Sims 4 weiter. Ich denke, ich suche das so Projekte, die wir angefangen haben, raus und das wird dann auch bestimmt was machen. Sowas wie Easter, ja, wenn es da wieder drin steht, weiß ich schon, was rauskommt. Oder Harvest Moon. Harvest Moon wäre doch auch ganz lustig weiter zu spielen. Oder Animal Crossing. Ja, da habe ich schon so viele Dinge, was ich abstimmen lassen werde. Vielleicht schreibe ich mal abgeschlossen so hinter die Spiele, dass ich immer so weiß, okay, das haben wir nicht.
Irgendwie meine Theorie mit den vierten Teil, die muss dann auch hier liegen, die geht nicht auf. Definitiv nicht. Vielleicht irgendwo, wo ich dich schaue, aber. Die Mine ist groß. Kannst du bezahlen? Dann geh ich mal zu Oldenburg. Ich hole mir, glaube ich, mal den industriellen von Jüder. Ich glaube, für der andere ihr Geschenk, aber ich glaube echt, das gibt 30 Punkte oder so. Das heißt, sie steigt uns dann morgen hoch. Das ist schon cool. Ja, ich glaube, ich mache da echt eine Abstimmung. Dann machen wir als nächstes das Wildbuch-Projekt oder die King-Story weiter, je nachdem, wie wir dann erreichen, weil ich da bin nicht so sicher. Und dann ist das auch. Das ist halt jetzt diese schwere Gegner, wo ich sehr verzweifle. Wir den noch ein paar Mal versuchen werden, vermutlich. Ja, komm, geh mal raus. Ja. Kriegen wir alles auf jeden Fall irgendwie hin. Und dann, wenn wir das durchhaben, also den King Story durchhaben. Dann ist für dieses Projekt eh wieder Palworld angesetzt, da habe ich ja auch schon Folgen aufgenommen. Und es ist eigentlich nur noch ein Portier dazwischen, dass wir das halt fertig machen. Und dann halt ein anderes Projekt, aber da können wir uns noch abwechseln. Wie gesagt, für den King Story, ich denke, das sind noch ein bis zwei Streams. So, räumen wir mal auf. Ja, ich habe einen lauter Schmarrn dabei. Ich kriege einfach noch weiter vom Motoren, dass der zufriedener ist. So, Eulenohr. Hält 2 immer nicht so oft. 5 Stunden, 22 Stunden sind wir fertig. Eisen. Tja. Ich hau da mal ein paar Eisenbahnen. Habe ich wohl keinen getrockneten Klingenfisch mehr. Blöd. Okay, 4 Stunden, ja, das lasse ich morgen früh zusammenschweißen. Hier komm, dann machst du mal die Qualitätsseele, was ich da stoppen kann. Du machst einfach weiter hier ein Stück. Morgen könnten schon die ersten Postkasten sein. Passt. Dann stelle ich das eine Ding schnell in die Wohnung. Haben wir keine Wunderlampe draußen rumstehen? Hier, doch, wir haben eine Wunderlampe, okay. Die Schenke, ist da noch ein Plätzchen? Ersatzgeschenkkiste. Als irgendwann Dr. Xuma fragt, hey, wollen wir ein Kind haben? Diesem Mal sind wir wahrscheinlich auch selber schwanger, vermute ich einfach mal, einfach weil wir weiblich sind. Gut, schlafen. Nette neue Frisur. Ich habe mir noch nie meine Haare gemacht, aber das Kompliment. Sieht halt heute ein bisschen verwuschelt aus als sonst. Schön. Pinky, ja, ich habe keine Fische, ich bald nicht mehr, gell? Miau Schnuschel. Und dir auch ein Schlafplan bieten. Bau auf. So, dann kann ich gleich die Heimatstation in Auftrag geben und dann müsste das eigentlich laufen. So, Akrent hier wieder schön rum. Die kriegt 30 Freundschaften, dann kriegt er das Gute. Das hat er eh schon wieder ein halbes Herz. Von der Ziviltruppe. Oh, und von der Handelskette. Schön. Hier kriegst du einen Motor. So. Hat er das schon eingesammelt? Ja.
Was machen wir da als nächstes? Aluminium. So. Dann mach mal. So, wenn die Kamera fällt, eine Energielampe rein. So, du machst nichts. Finde ich nicht cool, wenn meine Maschinen nichts machen. So. Dann machen wir, glaube ich, schnell das Geschenk zu. Weil die jetzt gerade draußen rumrennen, wir kommen eh noch nicht in die Handelsgilde und die Station ist auch nicht fertig. Das macht, glaube ich, die Hand, wenn das Ding ist. Jetzt kriegt erstmal Sophie ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk. Ich schau mal trotzdem nach, ob die wirklich heute hat. Nicht, dass es da noch ein Problem gibt. Nein, sie hat heute. Gut, ein wunderschönes Geschenk für dich. Ah, eine gute Freundin wurde sie jetzt. Cool. Ging jetzt auch schnell hoch. Ich meine, es war teilweise letzte im Ranking. Okay, das Ding ist, glaube ich, fast fertig. Dann breche ich schnell das andere ab. Bis dann sollte es daneben fertig sein. Sieht zumindest schon fertig aus, ja. 8 Minuten mehr. Kann ich gerade noch so warten. Dr. Xu macht was. Seltenes Ereignis. Dr. Xu nähert sich unseren Tierchen. Oder so. Vielleicht rennt er auch einfach nur gegen die Wand. Muss ich auch zuzutrauen. So, das Ding können wir dann gleich mal aufstellen. Dann schauen wir mal kurz in die Skill. Okay, Sonja ist unterwegs. Morgen können wir dann wieder Einladung verteilen. Hey, was geht? Hallöchen, schön dich zu sehen. Wir spielen gerade mit dem Port hier seit Ewigkeiten mal wieder. So, hier. Schatz, wir zu Hause ist am schönsten. Ich liebe sie. Vielen Dank, liebster Mensch. Ich hoffe wirklich, dass sie dich auch untereinander tragen. Das tut es tatsächlich. Ich habe keine Emotionschips, aber ich bin gerade froh. Ich glaube, ich kann mich in diese Ära gewöhnen. Lassen Sie uns ein Foto machen, um eure Station zu feiern. Foto. Das passt nicht. Was geht bei dir so? Fuck, Foto. Es ist perfekt. Ich werde es aufhängen. Oh, dieses Königsachsfilet. Ich glaube, das muss ich essen. Dann kriege ich irgendwelche Points. Oh, ein GP dauerhaft. Einen ganzen Gesundheitspunkt. Schaut euch das mal an. Ich denke, der wird mal richtig die Hütte retten. Bin ich mir sicher. Diesen ganzen Gesundheitspunkt. Oh mein Gott. Fehler. Nora wird eh ein bisschen zu spät kommen, weil die in der Kirche abhängt, wenn sie nachkommt. Leichte Zweifel, aber nur leichte. So, wo haben wir denn hier Fehler? Sehr offensichtlich hier. So. Ich find's nicht. Doch, nein, da hinten ist abgebrochene. Gehört sich scheinbar so. Ich find's schrecklich, wenn sich irgendwas so gehört. Weil das Ding sieht halt einfach nur kaputt aus. Wenn ich so ein Ding bauen würde, also da wäre es mir echt egal, was das wäre. Wow, ich hab's getroffen. Richtig krasser Profi bin ich. Kein mit dem Boden stimmt irgendwas nicht, weil der flackert.
Schon wieder so ein Ding, was man am besten in die Tonne treten sollte. Voll verrostet, kaputt. Ah nee, für Port hier ist es noch gut gegen. Steht da bei beiden so raus. Was war? Doch, da drüben, okay. Sowas von nicht zu erkennen. So, das ist kaputt, eindeutig. Dann hier vorne ist kaputt. Seite ist ein Siegel. Ist auch ganz verbogen. Cool. Jetzt sollte auch Nora schon da stehen. Ich habe Zweifel, dass sie heute kommt. Ganz gering. Dann kann ich aber der Donner mal was schenken. Ja, Spiel mit Nora unerwartet beendet. Ich merk's. Hat der da wohl jemand keinen Bock? Hi. So, du kriegst einen Schrank. Danke, gefällt mir wirklich sehr. Freut mich. So. Das sind jetzt so meine Schlusslichter von Freundschaft. Ich würde da vielleicht irgendwas unternehmen. Okay, Nora und Lee. Mhm. Cool. Kann ich irgendwie für die Kirche spenden? Okay. Ja, Polly, Toadie, da machen wir das nächste Mal ein bisschen Party. Steigen die mir alle hoch. Ja, die zwei. Ich möchte, glaube ich, für die Kirche spenden. Okay, dann machen wir diese Stelle einen Cut und dann sehen wir uns nächste Mal wieder, wenn es fertig ist. Bye.